Jo Leute, was geht? Willkommen zum weiteren Video hier auf unserem Kanal und heute zur ersten richtigen Folge der VfL Bochum Trainerkarriere. Zu Beginn kann ich gleich mal sagen, ich habe natürlich eure Kommentare gelesen, zum Beispiel, dass der junge Mann hier, ich bin mir nicht mehr sicher, ja, wie man den ausspricht, wobei jung in Anführungszeichen natürlich im Fußballeralter ist 28 relativ, ja, beziehungsweise nicht relativ alt, sondern noch im Mittelmaß oder das perfekte Fußballeralter. Und Drews oder Dreves, wie man den auch mal ausspricht, der ist auch gewechselt. Also Lieber sind hier gewechselt, der junge Mann hier zu Saudi-Arabien und Drews oder Dreves, wie gesagt, ist eben auch woanders hin gewechselt. Deswegen habe ich die beiden jetzt einfach auf die Transferliste gesetzt. Mit dem werde ich dann nicht planen, wenn ich den nicht verkaufen sollte, dann ja, werde ich die auch nicht einsetzen. Auch ein paar Kommentare habe ich natürlich bezüglich Transfervorschläge gelesen und an sich glaube ich, ist Hagi relativ unrealistisch, Mantel auch, denn ich denke nicht, dass man sich einen neuen Torwart holt, nachdem man aufgestiegen ist. Ljubicic ist ja schon gewechselt zu Köln, aber in der Karriere noch nicht, das habe ich nicht eingestellt, weil von jedem Verein jeden Transfer einstellen, das ja, kennt ich. Das ist ein bisschen zu stressig gewesen, deswegen würde ich sogar sagen, dass ich den eventuell kaufen könnte. Und dann haben wir Kerk, das vielleicht sogar sehr, sehr nice sein könnte, natürlich auch was die Gesamtstärke angeht. Eduard Löwen soll dann echt auch im Gespräch sein, das wäre auch sehr, sehr nice, den zu holen. Und auch Shane Seedorf ist vorgeschlagen worden. Ich glaube, das ist nicht das allergrößte Talent und deswegen kann man sich ja auch nochmal auf der Position überlegen, eventuell einen zu holen. Und Sondheimer ist eben auch vorgeschlagen worden. Ich warte mal die Scoutings ab und dann können wir nochmal über die Transfers explizit reden, was wir noch machen müssen, ne? Mit unseren 3,72 Millionen Euro Transferbudget, die werde ich auch schnell bearbeiten. Dann haben wir 7,2 Millionen. Und zwar wurde vorgeschlagen, dass wir einen Scout oder zwei Scouts losschicken. Einen nach Deutschland schicken, den anderen nach Frankreich. Für diesen bislang, der zum Moment da ist, der Scout, den will ich mal nach Deutschland schicken und dann noch einen zweiten Scout holen. Jetzt nicht für viele Millionen, denn ich will auch noch ein paar Transfers tätigen können. Da werde ich für 2,8 den jungen Mann hier holen und dann eben nach Frankreich schicken. Für 9 Monate, dann haben wir zwei Scouts, die eben jeweils in Deutschland und Frankreich sind. Nach dem ganzen provisorischen, ja, Stress würde ich jetzt einfach mal sagen, simulieren wir bis zum ersten Gruppenspiel des Vorbereitungsturniers und schauen einfach mal, ob wir hier, ja, Stadren, oder wie man die auch immer ausspricht, ob wir die hier halt schlagen können. Und ich glaube, das ist noch eine Hausnummer zu groß für uns, auch wenn wir nicht eine total schlechte Mannschaft haben, haben wir aber auch keine Mannschaft, die total überragend ist. Also gehen wir in die Schnellsimulation und schauen einfach mal, ob wir es eventuell gewinnen können und wir verlieren, obwohl Lucila bei uns trifft eben die ja jeweils doppelt bei den Gegnern. Beim FC Utrecht kommen wir auch nicht über ein 1-1 hinaus. Holtmann trifft bei uns, während Süller bei Utrecht trifft. Ja, also wir können natürlich noch weiterkommen, müssten aber dann das letzte Spiel gewinnen. Hellas Verona ist der letzte Gegner, gegen den wir ran müssen und wir simulieren das Ganze und spielen wieder 1-1. Holtmann trifft erneutermaßen wieder, also wenn er trifft, spielen wir unentschieden, aber das reicht leider nicht. Auch wenn Utrecht und Stadrem eben ein 2-2 spielen, also auch ebenfalls unentschieden spielen, reicht es tatsächlich nicht aus. Jetzt sind weitere Abschlussberichte dann fertig. Ich schaue noch, bis die letzten fertig sind und dann werde ich auch mit euch die ganzen Spiele nochmal durchgehen. Alle Abschlussberichte sind jetzt hier. Das sind schon ein paar okay gute Spiele dabei. Ich glaube, Eduard Löwen ist der, den ich am meisten will. 3,7 Millionen Euro Marktwert könnte sich bei uns extrem gut entwickeln und ist auch im echten Gespräch. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal rein. Was kann man schon falsch machen bei Eduard Löwen? Hat auch etwas Potenzial. Und wenn er in echt im Gespräch ist, dann finde ich das ja extrem nice, ihn jetzt dann zu holen. Der erste Neuzugang unter Timo DKD ist fix. Eduard Löwen wechselt für eine Summe von 3,95 Millionen Euro zum VfL. Seine letzten beiden Jahre bei Hertha sowie bei Augsburg verliefen nicht so gut wie erwartet. Genau deswegen ist er umso motivierter, sich bei Bochum zu beweisen. So Löwen. Der Mittelfeld-Allrounder verdient schlappe 19.500 Euro die Woche und sollte die nun schon in die Jahre gekommenen Lucila und Tesche Stück für Stück ersetzen. Am Ende haben wir 3,95 Millionen Euro bezahlt, obwohl er 5 Millionen Euro an dem Marktwert hat. Wir haben ihn tatsächlich unter einer Million gekauft. Es ist egal. Und er verdient 19.500 Euro bei uns, sollte damit eigentlich sogar sofort Top-Verdiener sein. By the way, falls
oder das ist mir gerade eingefallen, weil ich den Vertrag hier ausgehandelt habe. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Verträge verlängern und das sind gar nicht so wenig. Diesen Drews, den müssen wir nicht verlängern, weil der ja gehen wird und da werden trotzdem noch ein paar Verträge, die wir verlängern müssen, zum Beispiel Eisfeld, den ich jetzt einfach mal 3 Jahre verlängere, Antwiace, den wir natürlich frisch bekommen haben, den ich sofort verlängere, Osterhage, den wir auch bekommen hatten, den bei dem lasse ich sogar mal einfach die Freigabe von mir drin, weil das kann nicht schaden. Ich denke, damit ist es auch ein bisschen realistischer. Danny Blum würde ich jetzt einfach mal verlängern, wobei ja Eduard Döhm wird nicht sofort zum Topverdiener. Ich kann auch nochmal den Kader durchgehen, aber ich will jetzt nicht unbedingt viele Spieler verkaufen bzw. auf die Transferliste setzen, wenn ich nicht weiß, dass ihr das wollt. Ich gehe den Kader mal durch und dann könnt ihr ja mal sagen, wen ich eventuell verkaufen soll. Bei wem würdet ihr sagen, wäre er denn wirklich gut, dass wir ihn verkaufen. Ich würde schon sagen, einen rechten Mittelfeldspieler und vielleicht auch einen Stürmer, wobei da könnten wir höchstens einen verkaufen. Oder generell, wen sollten wir auch auf die Leihliste setzen. Das könnt ihr alles dann mal so in die Kommentare noch schreiben, denn ich werde natürlich nicht die komplette Transferphase heute durchsimulieren. Transferangebot für Drews, Patrick Drewes, ach was weiß ich. Ihr könnt natürlich auch weiterhin fleißige Transfervorschläge, realistische Transfervorschläge in die Kommentare spammen, denn ja, ich glaube, gegen sowas habe ich nie was. Denn wie gesagt, wir werden nicht komplett durchsimulieren, wir werden noch ein bisschen Geld einnehmen durch eventuelle Verkäufe. Und jetzt haben wir auch die monatlichen Scouting-Updates. Wir können nochmal in die Jugendmannschaft schauen. Ich würde sagen, die mit 46 und so, die werde ich jetzt einfach mal entfernen. Alle 40er werde ich entfernen, weil die halt tatsächlich mir nichts bringen. Konrad Jensen werde ich noch drin lassen. Eine 55 ist ganz okay. Gehen wir in das erste monatliche Scouting-Update von Frankreich rein. Dort finden wir Ethan Barthélemy. Barthélemy, wie man dann auch immer ausspricht. Und auch Lejeunet. Ach komm, Alter, das sind so schwierige Namen, aber das sind zwei gute Talente. Ich habe außerdem noch einen weiteren übernommen und auch Remy werden wir noch übernehmen. Und dann ist auch ein deutscher Scout wieder da. 400.000 nehmen wir einfach mal mit. Und das sind richtig viele, richtig gute Talente. Wir werden nochmal schnell die Jugendakademie durchgehen. Und okay, die beiden sehen jetzt mit einer 50 nicht so gut aus, aber wir haben durchaus mit Lejeunet einen 58er Rechtsverteidiger, den man irgendwann mal übernehmen kann. Den werden wir jetzt vorerst noch da behalten. Denn wir haben auch noch einen weiteren Rechtsverteidiger auf der Transferliste. Patrick Drewes, das Angebot kam zum Stillstand, leider. Wir werden noch mal ein bisschen vorsimulieren und ansonsten, wenn jetzt nichts Großartiges mehr passiert, werden wir auch erstmal keine Transfers mehr tätigen, denn ich würde schon eher noch auf Verkäufe warten. Wie gesagt, ihr könnt noch mal gerne in die Kommentare schreiben, wen ich denn eventuell verkaufen soll, verleihen soll. Ich bin ja vorher die Spiele durchgegangen und dann kann ich ja nochmal abwägen. Und wenn ich dann ein paar Spiele verkaufen kann, dann ist das gut, denn dann nehme ich natürlich ein bisschen Geld ein und kann das ganze Geld reinvestieren. Dahingehend würde ich jetzt mal sagen, das war's mit dem Video. Ihr könnt natürlich gerne ein Like da lassen und ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ciao.